Herzlich willkommen zum Video von Fallout 76. Fallout 76 ist der neue postapokalyptische Shooter von Bethesda, der nun als Nachfolger für Fallout 4 in den Läden steht. Heute möchte ich euch einen kleinen Einblick in die atomisierte Welt der USA im Jahre 2102 geben. Start des Spiels ist im sogenannten Vault 76, einer von 17 Kontroll-Vaults der Firma Voltech. In diesem Vault leben die klügsten und besten Köpfe der USA, die auf eine Expeditionsreise geschickt werden sollen. Ihr wacht nach einer durchzechten Partynacht in eurem Bunker-Apartment auf und dürft erstmal euren Charakter erstellen. Nachdem ihr den Charakter erstellt habt, fix ein Foto gemacht, euer wichtigstes Gadget den Pip-Boy geschnappt und schon geht es los auf die große Entdeckungsreise außerhalb des Vault 76. Im Gegensatz zu den Vorgängerspielen ist Fallout 76 ein reines Online-Spiel auf dedizierten Server, das auf Survival-Mechaniken setzt. Ihr müsst dabei nicht nur darauf achten, dass ihr genug zu euch nimmt, also sprich genug esst, sondern ihr müsst auch daran denken, dass ihr genug trinkt. Dabei ist es natürlich wichtig, nicht jedes Wasser zu trinken, sondern dies vorher abzukochen, sonst könntet ihr schnell auf dem Krankenbett landen. Man ist gemeinsam mit mehreren Spielern auf einer riesigen Karte unterwegs und kann sich gegen Ghouls, Mutanten und allerhand atomisiertes Getier beweisen. Das ist natürlich am Anfang relativ easy, weil die Gegner auch eurem Level entsprechend agieren. Die Karte ist etwa viermal größer im Vergleich zum Vorgänger und man verbringt die Anfangszeit mit allerlei Basisquests, um die Mechaniken des Spiels kennenzulernen. Für mich war es am Anfang erstmal wichtig zu wissen, was muss ich denn hier überhaupt tun, wo kann ich hin, wie spielt sich das Spiel, und vor allem sehr interessant war für mich das Gimmick, die sogenannten In-Game-Chat des Hot-Chats, weil plötzlich stand ein Spieler neben mir und sagte Hi zu mir und ich dachte, huch, ich habe doch gar keinen Chat aktiviert, aber es war sehr, sehr interessant, auch mit diesen Leuten zu sprechen und einfach so ein bisschen mit der Welt und mit seinen Mitspielern zu interagieren. Ebenfalls ist ein PvP-Element vorhanden, das ab Level 5 freigeschaltet wird. Man sollte aber dennoch ein bisschen vorsichtig sein, man sollte nicht wie ein Rambo durch die Welt streifen, denn wenn man zu viel Aufsehen erregt, wird man auf der Karte als Beute markiert und kann von anderen Spielern niedergemacht werden. Das ist natürlich nicht das, was man vielleicht erreichen will, sondern man sollte am Anfang vielleicht erstmal ein bisschen freundlicher mit der Umwelt und seinen Charakteren agieren. Ebenfalls eine große Änderung ist, dass es keine NPCs im Spiel gibt. Die Aufträge und Dialoge im Spiel erhält man entweder von Terminals, die über die Spielwelt verstreut sind, oder Robotern oder eben anderen Gadgets wie Holos oder sonst irgendwas, die im Spiel einfach vorkommen. Was für mich auch ein sehr interessantes Feature war, sind die sogenannten Perk-Karten. Diese erlauben es, meinen Charakter mit bestimmten Fähigkeiten auszustatten. Entweder kann man sich zum Überlebenskünstler hochleveln, indem man zum Beispiel auch die Fähigkeit des Kannibalen freischaltet. Damit kann man niedergemetzelte Gegner essen, ohne dann von ihnen krank zu werden. Die Alternative ist, man setzt auf Fähigkeiten wie zum Beispiel schneller heilen, schnelleres Bewegen, dass man seine Stamina schneller generiert und man hat sozusagen sehr, sehr viele Kombinationsmöglichkeiten, die hier möglich sind. Mit dem neuen Camp-System ist es möglich, Siedlungen oder besetzte Orte nach eurem Belieben umzugestalten und gegen Gegnerhorden zu schützen. Hier im Clip nehmen wir beispielsweise gerade eine Munitionsfabrik ein. Die Mission ist relativ simpel erklärt. Man wehrt drei Wellen von Ungeziefern ab und danach gehört die Fabrik uns. Gemacht, getan, aber am Ende läuft die Fabrik noch nicht. Wie kriegen wir sie jetzt zum Laufen? Ja, dann hat man hier die sogenannten Baufunktionen. Man nutzt einfach ein paar Generatoren, die man aufstellt, verbindet diese mit ein paar Kabeln und schon kann die Munitionsproduktion starten. Das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr nettes Gimmick. Nun brauchen wir uns nicht mal mehr über die Munitionsknappheit Gedanken machen. Wem das Ganze etwas zu öde ist, der kann sich auch ein gemütliches Häusle bauen und dieses mit verschiedenen Objekten einrichten.
Die Quests in Fallout 76 sind meistens sehr abwechslungsreich und erzählen dabei sehr, sehr spannende Hintergrundgeschichten über die Welt von Fallout. In dieser Quest zum Beispiel wollen wir uns den Feuerteufeln anschließen und müssen zuerst die theoretische Prüfung der Feuerwehrmänner bestehen und danach den praktischen Teil bestehen. Alles in allem bietet Fallout sehr, sehr viel Content für jeden Online-Spielliebhaber. Regelmäßige Events lockern die Hauptstory etwas auf. Ungefähr geschätzte Spielzeit, die man so mit der Hauptquest verbringt, sind so 40 Stunden. Ja, Leute, ich lege mich jetzt aber erstmal in mein Bett und werde weiter darüber grübeln, wie ich meine Munitionsfabrik gegen angriffslustige Ghouls oder Ratten verteidigen kann. Vielen Dank fürs Zusehen, ich bin raus, euer Basti. Tschaußen!